2, 3, 4, 5. Und der große Preis von Abu Dhabi ist... Eröffnet! Eröffnet, meine Damen und Herren. Kleine Verzögerung auf jeden Fall. Guter Start von Leo, der sich hier deutlich durchsetzt. Und ja, Nico... Oh, da hinten gab's eine Berührung. Danny geht ein bisschen auf die Bremse. Oh, und die beiden Alpha-Tauris! Und da gibt's einen Massencrash. Die beiden Alpha-Tauris, ein Alpin und auch Aaron waren da mit drin. Und wir sehen... So sieht's aus. Und die beiden Williams... Oh, Nico hält die Nase rein! Nico hält die Nase rein! Gegen seinen Teamkollegen. Oh! Er ist auch deutlich schneller. Ja, gerade ist er schneller auf jeden Fall. Aber David denkt sich, nee, mein Freund. Oh ja, nee, ja, ich kann gar nicht hinsehen, wenn zwei Teammates fighten. Das ist immer so eine Sache. Ey, oh, jetzt ist er schneller. Jetzt ist. Oh, David verteidigt das aber auch sehr, sehr stark. Ey, ja, Williams gegen Williams. Aber für mich nicht Sinn des, sag ich mal, Zweck des Sinnes oder Sinn des Zwecks. Sinn des Erfinders, so. Sagt man doch, oder? Ja, oder auch so, dass sich die beiden Teamkollegen hier bekriegen. Also ich finde, der hat Bock und... Oh, jetzt der Undercut. Undercut. Und auch Nico geht in die Box. Jetzt bin ich mal gespannt, was Malte und Belupi machen, weil die beide hintereinander sind. Ja, macht er nicht. Malte versucht auch seinen Teamkollegen dann zu undercutten. Tatsächlich. Ja, ich glaube sogar, dass Belupi ein bisschen länger fährt. Weil hinten raus die frischen Reifen haben, ist glaube ich auch nicht so unclever. So, was macht Belupi jetzt? Covert er oder? Ich gehe mal zu Nico und zu Leo. Also, ich glaube, Belupi covert. Ne, der bleibt draußen. Malte und David gehen rein. Jetzt nicht auf. Oh, David versucht den Vettel! Boah! Alter! Jetzt sind wir mal gespannt. Nico und Leo werden vorbeiziehen. Also, Leo auf jeden Fall. Leo statt Ziel. Belupit in der Box. Ich bin bei Belupit. Ist das der richtige Call gewesen? Und Black, der fährt noch eine Runde weiter. Ey, der kommt nicht vor Leo raus. Der kommt nicht vor Leo raus. Doch, der kommt vor Leo raus. Ich würde mal sagen, wow, was ein Overcut. Ja. Sagen wir es mal so. Ja, ist ein Overcut. Ganz klar ein Overcut gewesen. Sehr, sehr stark. Sieht aus, sie können ja schon mal langsam rüber switchen. Er ist jetzt gerade unter der Brücke vom Hotel durchgefahren, biegt in die letzten zwei Kurven ab und damit holt sich Belupit in seinem Haas seinen ersten Saisonsieg! Sieg in Abu Dhabi und du hast es erwähnt, den ersten Saisonsieg, den er sich zuschreiben darf. David Reisen Tracks hier. Gegen Krona und da hinten kommt auch Danny angerauscht. Also hier beides side by side. Ich bin gerade, ja, oh, ich bin gerade auch drauf, bin jetzt. Aber Draxy wird jetzt nicht dran vorbeigehen. Der zeigt sich ja auch kurz im Rückspiegel. Ja, und jetzt kommt Danny auch noch. Danny hat, glaube ich, noch die frischesten Reifen von denen. Und Darky in der Box. Ja, jetzt so langsam wird es auch mal Zeit, glaube ich. Ja, ich glaube, Draxy geht jetzt vorbei. Aber außenrum, das ist gewagt. Außenrum. Sehr, sehr stark. Also ganz ehrlich, das war wirklich, wirklich ein Bilderbuchmanöver wieder. Was ist da hinten passiert? Da war auf jeden Fall kurzzeitig die gelbe Flagge. Draxy jetzt an Kakashi vorbei. Auch wieder Bilderbuch. Aber Black Death ist wieder dran. Black Death ist jetzt wieder an Leo dran. Geht Jason dran vorbei? Jason außen rum! Versucht die Switchback. Ich will eine andere Ansicht haben. Kann ich doch mal eine andere Ansicht haben? Danke! Und einmal das Duell bitte. Und ich glaube, jetzt geht Jason dran vorbei. Oh, gut verteidigt von Leo. Oh, ein bisschen früher eingelenkt. Bisschen früher, aber Leo hatte auch. Außen. Oh! Das packt er! Macht er das? Leo wird ein bisschen rausgedrückt. Oh!
Side-by-Side durch. Oh, jetzt wird's eklig! Oh, das haben sie beide geschafft und Leo ist der Klügere und gibt nach. Alter, klasse, Clap in den Chat, Alter. Starker Fight. Aber wild.